Chinchin, erst bei Wasser, bei dem Wetter. Also muss ich jetzt nur, ich sag's zwar oft, Leute, sage ich aber auch zu allen, wenn ihr bei dem Wetter viel trinkt, trinkt viel Wasser, Leute, weil so, ich trinke jetzt zwar auch viel Eistee und ab und zu auch ein Käffchen, momentan auch viel Eistee, das muss ich sagen, aber nebenbei immer Wasser, das auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, mir kommt es so vor, als wenn der ganze Körper sich dann verklebt. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen Fail oder sagt man auch nur so, Leute, aber wie gesagt, wenn man das so gewohnt ist, so viel Wasser zu trinken, dann ist es ist auf jeden Fall so, Leute. Deswegen ein guter Tipp, immer Frischwasser, 2 bis 3 Liter mindestens am Tag. Ich weiß, für viele ist es viel, aber glaubt's mir, Leute, wenn ihr das ausprobiert, es wird euch auf jeden Fall gut tun. Wie gesagt, es ist auch egal, welches Wasser, ohne Kohlensäure immer noch besser, weil dann kann man auch immer ein bisschen schneller runtertrinken, muss man so sagen. Ich weiß, für viele ist es Fail, aber wäre halt perfekt hier mal wieder für einen kurzen Clip. Leute, immer schön Wasser trinken und gesund leben. Erst recht bei Zocken und erst recht bei so einer Hitze. Bevor ich eine Cola hole, dafür lieber kaltes Wasser. Das muss man einfach sagen, Leute, weil wie gesagt, ich merke es auch, wenn ich kein Wasser trinke, dann schlafe ich auch nicht so gut nachts ein, das ist einfach so. Dann drehe ich mich im Bett hin und her, bis ich dann gut was getrunken habe und dann kann ich Chili-Milli machen sozusagen und mich ein bisschen entspannen, so muss man sagen. Viele denken sich jetzt natürlich, Bruder, was ist denn mit dir los? Aber ihr wisst, Leute, bei so einem Wetter erst recht Wasser, es spült alle Giftstoffe aus dem Körper raus. Wie soll ich sagen? Ja, es wird alles gesäubert sozusagen und glaubt mir, ihr würdet euch auf jeden Fall auch besser fühlen. Muss man auf jeden Fall mal sagen. Peace geht raus, schreibt es in die Kommentare, eure Getränke. Küsschen!